Mein Name ist Thomas Ramp, ich bin Oberarzt in der Klinik für Naturheilkunde und leite das Institut für Naturheilkunde, traditionelle chinesische und indische Medizin an den Kliniken Essen-Mitte. Am 17. Mai wäre Pfarrer Sebastian Kneipp 200 Jahre alt geworden. Und das ist natürlich ein festlicher Anlass für alle Kneippianer und überall in Deutschland wird an diesem Tag gefeiert. Berühmt ist ja die Geschichte von Pfarrer Sebastian Kneipp, der als junger Mann an Tuberkulose gelitten hat, dass er im Priesterseminar, das war damals an der Donau in Dillingen, hat er sich mit kalten Wasseranwendungen selbst geheilt. Und diese Erfahrung zusammen mit seiner Herkunft, seine Mutter war ein sogenanntes Kräuterweibchen im schönen Allgäu, da hat er also sehr viel Erfahrung mitbekommen von seiner Mutter und hat daraus dann eben die Kneippsche Lehre später entwickelt. Die Kneipp-Lehre fußt auf fünf Säulen, auf der bekannten Hydrotherapie, also den Wasseranwendungen, dann der Bewegungstherapie, dann der Ernährungstherapie, der Pflanzenheilkunde, Phytotherapie und ganz, ganz wichtig, Ordnungstherapie. Also mutet ja etwas verstaubt an, dieser Begriff Ordnungstherapie, klingt sehr preußisch, aber Kneipp meinte damit, er hat es einmal so formuliert, ich konnte vielen Leuten erst helfen, als ich auch Ordnung in ihre Seele gebracht habe. Also dieses Zusammengehören von Körper, Geist und Seele war ihm immer sehr wichtig und das hat er eben auch in seine Arbeit mit den Kranken eingebracht. Ein zentraler Begriff in der Kneippschen Lehre ist der sogenannte Begriff der Abhärtung. Ach, das hört sich etwas martialisch an, aber damit ist einfach gemeint, dass man auf bestimmte Reize, sei es nun Kälte oder auch Wärme, dass man da adäquat reagieren kann. Und ganz aktuell, Kneipp hat ja auch zeigen können, dass er mit seinen Anwendungen auch das menschliche Immunsystem positiv beeinflussen kann. Also, dass man resistenter wird gegen bestimmte Krankheitserreger, dass man nicht nie krank wird, wenn man kneipt, aber dass dann eine Erkältung nicht so stark auftritt oder dass sie schneller wieder abklingt. Die Kneippschen Anwendungen sind eigentlich unheimlich vielseitig einsetzbar. Sie können bei Schmerzpatienten eingesetzt werden, sie können bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden. Durch Kneipp-Anwendungen kann zum Beispiel erhöhter Blutdruck reguliert werden. Wir denken ja integrativmedizinisch, das heißt, wir verbinden Schulmedizin mit diesen naturheilkundlichen Methoden. Und wir sind auch schon sehr zufrieden, wenn dadurch Medikamente reduziert werden können, die vielleicht dann beim Patienten auch zu diversen Nebenwirkungen geführt haben. Und Kneipp eignet sich ganz hervorragend zur Prophylaxe, also um quasi Krankheiten zu vermeiden. Es ist eine sehr kostengünstige und damit auch sehr nachhaltige Therapieoption. Und uns ist immer ganz wichtig, dass wir dem Patienten auch eben was mit an die Hand geben, dass er selber was für seine Gesundheit tun kann, also im Sinne von Selbsthilfestrategien. Also den Patienten eigenkompetent zu machen für seine Beschwerden, oder ihm auch eine Idee an die Hand zu geben, wie er zukünftig Krankheit vermeiden kann, das ist uns immer sehr wichtig. Wir haben das große Glück hier am Standort Essen-Steele, am ehemaligen Knappschaftskrankenhaus, dass wir eine Kneippanlage zur Verfügung haben, eine vollwertige Kneippanlage. Die besteht aus einem Wassertretbecken, da wo die Patienten nach Anleitung selbstständig kneipen können. Und einer Kneipp-Gussanlage, wo unter der fachkundigen Anleitung eines Kneipp-Bademeisters dem Patienten dann die für ihn relevanten Kneippschen Anwendungen demonstriert werden und er dann die ersten Erfahrungen sammelt, damit er dann zu Hause das gezielt weiterführen kann. Fast in jedem größeren Ort in Deutschland gibt es einen Kneippverein. Auch hier in Essen gibt es den Kneippverein, der seinen Sitz in der Gruga hat. Und in der Gruga ist auch eine Kneippanlage, wo man eben selbstständig dann Kneipp-Anwendungen durchführen kann. Insgesamt ist die Kneippbewegung immer noch eine sehr zahlenmäßig eine sehr große
Also Kneipp ist ein, eigentlich man kann ihn als sehr erfolgreichen Influencer seiner damaligen Zeit bezeichnen. Und der Samen, den er da gesät hat, der gedeiht immer noch. Wir haben über 460 zertifizierte Kneipp-Kindergärten in Deutschland. Also auch die jungen Menschen, die Kinder werden schon mit dem Kneipp-Gedanken vertraut gemacht. Die Kneipp-Therapie ist UNESCO-Weltkulturerbe als immaterielles Weltkulturgut. Also auch da ist ein gewisser Fokus auf diesen Therapien, weil sie eben so einfach sind und so effektiv. Mir war es immer ein großes Anliegen, so diese Wassertherapie auch bekannter zu machen bei den Patienten. Und ich selber stamme ja aus dem Kneippland Unterallgäu, unweit von Bad Wörishofen geboren. Mein Opa war Landarzt, hatte dort eine Landarztpraxis und war auch eben Kneippianer, hat selber regelmäßig Kneippanwendungen gemacht, aber diese auch dann an seine Patienten weitergegeben. Und da habe ich das quasi schon so ein klein wenig mit der Muttermilch aufgesogen, diesen Gedanken, habe dann später auf Reisen in China und Indien dann noch andere Dinge kennenlernen dürfen, die man mit Wasser machen kann, und habe das mal in ein Buch zusammengefasst für interessierte Leser mit dem Titel Wie Wasser heilt. Also Wasser innerlich angewendet, aber eben auch äußerlich angewendet. Normalerweise verfügt die Klinik für Naturheilkunde über 54 stationäre Betten. Unter Corona-Bedingungen sind es 46, und mehr als die Hälfte der Patienten wird von uns mit Kneipp-Anwendungen versorgt, also mit Hydrotherapie. Aber natürlich hat die Kneippsche Pflanzenheilkunde auch ihren Stellenwert bei den Patienten. Die Ordnungstherapie oder Mind-Body-Medizin, wie sie ja auch genannt wird, erhält fast jeder Patient. Also Übungen zur Spannungsregulation, Übungen, um etwas achtsamer mit sich und der Erkrankung umzugehen, quasi ein Frühwarnsystem beim Patienten zu installieren, damit er frühzeitig erkennt, wenn schädigende Faktoren quasi sich negativ auf seine Gesundheit auswirken.